fackeln wir doch gar nicht lange und laufen direkt ins zweite Level. Mit einem Energiepunkt weniger, aber den füllen wir hier sofort auf, das ist kein Problem. Und, fliegender Scheißkübel. So, den kriege ich aber. Ja, nehmen wir mit. Lassen wir stehen. Nehmen wir auch mit. Da ist... Boah, dieser Sound, wie er nervt. Alter Schwede. Schön sich das alles überlagern. Das ist echt super Soundkulisse. So. Mach den Scheiß aus hier. So. Boing, boing. Jetzt können wir hier noch nach unten. Da ist volle Energie. Das merken wir uns mal. Nase juckt. So. Brrrt. Duke ist natürlich so mächtig, dass ihn der Fahrstuhl nicht an der Decke zerdrücken kann, wie es normalerweise mit jedem normalen Menschen passieren würde, aber der Duke nicht mit dem Duke. Verfickte Scheiße, jetzt spring da. Na, okay, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja? Doch, natürlich. So. Jetzt komm runter hier. Nehmen wir direkt mit. Wo landen wir hier? Wir landen hier. Achso, von hier kamen wir, genau. So, da hinten war nochmal volle Energie. Die merken wir uns auf jeden Fall. So. Dann hier durch. Hier runter. Nehmen wir den mit und springen einfach mal hier quer rüber. Ich glaube, das war's mit all den Goodies da hinten. Pam. Na, fuck you, Duke. You have tracked me to the moon and into Earth future. Don't you ever take a break? Nein, höchstens ein KitKat. Pam. Ah, diese dämlichen Müllkübel. Komme ich da oben hin? Ihr Ficker. Ich glaube, ich gehe nochmal direkt zurück und sammle diese Keule da ein. Keule. Oh. Ha! Ausgetrickst. Da komme ich so nicht hoch, weil Duke noch seinen... Warum verliert Duke eigentlich immer seine Sachen, wenn er irgendwie... in die Zukunft reist oder zurück in die Vergangenheit oder wie auch immer. Shit. Pam 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 pam. Da fliegen Vögel draußen rum. So. Komm ich. Das ist schon ein bisschen nervig, dass die Level hier jetzt alle so. Ja, jetzt haben wir hier zwei Wege. Da oben haben wir schon einen übersehen oder ignoriert. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt hier runterspringen, kommen wir dann nochmal zurück. Ja, okay. Gut. Aber ich glaube, wenn wir hier runterspringen, kommen wir nicht nochmal zurück. Also gehen wir erstmal links rum. Und werden wahrscheinlich feststellen, dass wir hier genauso wenig wieder zurückkommen. Boing. Ja, perfekt. Gut, ich will nicht wissen, was ich da hinten verpasst habe. Ich hoffe, es war kein Buff-Upgrade. Sonst beiße ich mir gleich echt in den Arsch.